Erika Zuchold, wie sie leibt und lebt. Die Bildhauerin mal Lausbub, mal feine Dame. Neugierig und experimentierfreudig mit weiblichem Charme in allen Lebenslagen. Erika Zuchold, nach Pflicht und Kür Erste. Auch Zweifel waren der Weltmeisterin nicht fremd. Man denkt, Mensch, hoffentlich klappt das, hoffentlich geht es gut über die Runden. Und wenn man das schon denkt, mitten in der Übung, dann steht man schon unten. In ihrer aktiven Zeit setzte sie da oft auf einen gut funktionierenden Trick. Ich habe mir also gesagt, mit der Berührung des Balkens sagst du gleich, ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Und so habe ich meine ganze Übung durchgeturnt. Kunst und Turnen in Perfektion. Eine Karriere wie aus dem Bilderbuch. Zweimal Weltmeisterin, 5 olympische Medaillen, 7-mal auf dem Treppchen bei Europameisterschaften. Die Sportlerin des Jahres von 1970 wusste aber auch, für wen sie Medaillen holte und tat es gern. Wir wollten unsere Anerkennung der DDR. Und dafür haben wir gekämpft, also auch ich. Nach dem Ende ihrer Laufbahn stürzt sie sich ins Arbeitsleben. Malen, tanzen, singen, steppen, Klavier. Sie studiert Kunst, ist als Entertainerin tätig. Nach der Wende als freischaffende Malerin und Grafikerin. Hinzu kommt die Bildhauerei. Sie macht einfach alles, bis zur Erschöpfung. Sucht dabei vor allem sich selbst. Ich kann dieses nicht mehr, ich kann jenes nicht mehr machen. Ich muss mich damit abfinden. Es ist, wie es ist. Und ich bin nicht die Einzige. Es betrifft jeden Menschen. Heute hat Erika Zuchold Geburtstag. Auch mit 65 kommt bei ihr noch der Lausbub durch. Okay, reicht, bevor was passiert? Gut.